Der Darm hat gut lachen. Ist er unser heimlicher Herrscher? Neue Forschung zeigt, er beeinflusst auch das Gehirn. Krankheiten wie Parkinson, Alzheimer, Multiple Sklerose, sie haben auch mit dem Darm zu tun. Für ein normales, gutes, funktionierendes Hirn brauchen Sie ein intaktes Darmsystem und bakterielles Darmsystem. Somit nährt der Darm das Hirn. Das Ganze wächst im Moment so rasant, dass ich da absolut überzeugt bin, dass wir den Darm nicht mehr ignorieren können, wenn es um die Therapie von Erkrankungen geht. Ja. Wahrscheinlich sind sie entscheidend, Darmbakterien. Millionen von ihnen wohnen in uns, insgesamt fast 2 Kilo. Sie sind wichtig, auch fürs Gehirn. Studien an Mäusen haben es gezeigt. Ohne Darmbakterien nimmt das Gehirn Schaden. Was wir festgestellt haben, dass in Mäusen, die gar kein Darmsystem haben, keine Darmbakterien haben, dass das Immunsystem dramatisch verändert ist im Hirn. Die Forscher vom Universitätsklinikum Freiburg sahen sich die Krankheitsabwehr des Gehirns genau an. Immunzellen. Und sie sahen, die Immunzellen im Gehirn funktionieren nur, wenn Darmbakterien bestimmte Stoffe für sie herstellen. Normalerweise sind diese Immunzellen, die wir Mikrogliazellen nennen, sehr aktiv im Hirn. Sie haben kleine Fortsätze, die ständig in Bewegung sind und die Nervenzellen abtasten. Wenn jetzt diese bakteriellen Stoffwechselprodukte, also die kurzkettigen Fettsäuren, nicht mehr vorhanden sind, sind die deutlich eingeschränkt. Die verkümmern richtig, wie Pflanzen im Garten, die nicht gegossen werden. Die Gehirnabwehr verkümmert, wenn Stoffe aus dem Darm fehlen. Darmbakterien machen nämlich aus gesundem Essen wertvolle Substanzen, kurzkettige Fettsäuren, zum Beispiel Propion. Jetzt wollen die Forscher wissen, kann man mit diesen Fettsäuren ein krankes Mäusegehirn heilen? Sie gaben deswegen hirnkranken Mäusen Propionsäure ins Wasser. Und wirklich, das Immunsystem im Gehirn der Mäuse erholte sich. Das war ein völlig überraschender Befund, der für uns eigentlich nicht zu erwarten war. Geht das auch bei Menschen? Kann man über den Darm Krankheiten des Gehirns behandeln? Ärzte am Bochumer St. Josef-Hospital vermuten das. Denn sie haben gesehen, Patienten mit Multipler Sklerose haben Veränderungen im Gehirn und im Darm. Wir sehen eine Veränderung der Komposition, das heißt der Zusammensetzung des Darmmikrobioms, das heißt die Gesamtheit aller bakteriellen Spezies, die sich im Darm, im menschlichen Darm befindet. Und was wir da sehen konkret ist eine Verarmung, das heißt eine Verminderung der Artenvielfalt im Darm. Etwa 160 Bakterienarten hat ein Gesunder. Bei MS-Kranken sind einige davon verschwunden. Was zum Artensterben führt, ist noch unklar. Aber weniger Bakterienarten, das ist ungünstig. Dann fehlt auch die Fettsäure Propion. Dadurch, dass weniger Bakterien da sind, die diese Aufgabe übernehmen, entsteht im Darm weniger Propionsäure und entsprechend spiegelt sich das auch im Blut der Patienten wieder. So auch bei MS-Patientin Angelika Schröder. Auch sie hat einen Propionsäuremangel im Blut. Die Idee? Aiden Hagikia gibt ihr, zusammen mit anderen MS-Medikamenten, auch die Fettsäure Propion. Und es wirkt. Dass ich mehr Kraft habe, dass ich meine tägliche Arbeit besser verrichten kann. Ich habe auch das Gefühl, dass ich konzentrierter bin. Die meisten Patienten sagen, dass sie nach einer relativ kurzen Zeit so eine Art Aufschwung erleben. Die fühlen sich fitter, die haben mehr Kraft, weniger Müdigkeit oder das, was man in der MS-Sprache als Fatigue bezeichnet, sind weniger infektanfällig. Den eigentlichen Hinweis fanden die Ärzte aber im Blut. Abwehrzellen vermehrten sich um 30%. Und Entzündungszellen wurden weniger, bei manchen sogar um die Hälfte. Besonders gut wirkt Propion bei Ariane Sprungmann. Nicht nur ihre Multiple Sklerose verbesserte sich, sondern auch eine andere Krankheit, zu ihrer Überraschung. Weil ich darauf gewartet habe, dass ich irgendwann Heuschnupfen bekomme, aber der blieb aus. Und dann fiel mir ein, es könnte sogar an der Propionatsäure liegen, die ich genommen habe. Weniger Entzündung. Mögliche Erklärung,
In der Darmwand sitzt ein Teil unseres Immunsystems. Immunzellen, Bakterien und ihre Produkte treffen aufeinander. Die Fettsäure könnte der Abwehr hier geholfen haben. Ralf Gold, Neurologe und MS-Spezialist in Bochum, ist überzeugt davon. Gefahren durch Propionsäure sieht er nicht. Uns sind keine Risiken bekannt. Und die Freigabe der Europäischen Ernährungsbehörde liegt 200-fach höher als die Konzentration und die Menge, die wir für sinnvoll erforscht haben. Wenn die Menschen mich fragen, sage ich, nein, probieren Sie es aus. Schauen Sie, ob es bei Ihnen wirkt. Wir haben im Moment, und das betone ich immer wieder, wir haben im Moment keine klinischen Daten. Therapien werden noch erforscht. Was jeder jetzt schon für sich tun kann, gesund und abwechslungsreich essen, damit es den Bakterien im Darm gut geht und auch dem Gehirn.